Ein Detail kann ganz viel in dem ganzen Prozess der Entstehung einer Eggersmann beeinflussen. Nicht der Teufel ist im Detail, der liebe Gott ist im Detail. Gott ist in the detail und da ist ganz viel Wahrheit dran. Das sind wie Noten in einem guten Musikstück. Wenn man sie zusammensetzt, hat man eine Symphonie. Und das ist eben die Kunst, das zusammenzuführen und aus allen Materialien eine wunderschöne Komposition zu machen. Das sind so die schönen Momente, wo die Zusammenarbeit dann auch einen Erfolg hat. Und es lebt immer von dem, was Eggersmann fordert und was wir möglich machen können. Unsere Küchen sind so individuell geplant, haben so viele technische, schwierige Kniffe drin. Und da setzt Eggersmann ein, dass sie in einer Qualität und einer Präzision diese Ideen umsetzen, wie es das bei keinem anderen Hersteller am Markt gibt. Wenn wir eine klassische Eggersmann-Komposition, wie wir sie heute machen, nehmen, dann ist sie unverwechselbar und ist einzigartig. Das heißt, wenn wir eine Komponente nehmen, wo man eine Unique Midworks komponiert, dann gibt es die nur von Eggersmann und die ist dann klar auch als eine solche zu erkennen. Man muss dieses Gefühl haben, diese Küche hat hier schon immer gestanden und die wird auch weiter immer hier stehen. Und ich fühle mich darin wohl als Kunde, als Mensch. Das ist eigentlich der Anspruch, der für mich ein ästhetischer Anspruch ist. Unsere Küchen sind Unikate, weil unsere Kunden auch Unikate sind. Und was uns ausmacht, ist, dass wir das verstehen und alle Details versuchen, dort rauszuziehen und das dann in die Tat umsetzen. Unsere Handelspartner und Planer und Designer, die schätzen uns dafür, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, dass sie absolut flexibel planen können. Das heißt, sie sind in keinem, sie haben keine Limits. Das ist eigentlich das, was Eggersmann ausmacht. Küchenplanung ist eine total subjektive, menschliche Sache. Also wir sind ja Berater, da hilft es nichts, wenn er eine Idee hat und wir eben die dann schönreden. Wir sagen dem Kunden immer, er muss einmal durch die Wahrheit durch, was er hinterher ordert und bestellt. Das kann dann davon abweichen, aber er muss einmal von uns irgendwie ehrlich beraten worden sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir liefern das Original, wenn wir über Naturstein sprechen. Natürlich mit dem Vorteil, dass der Stein ein lebendiges Material ist, einzigartig ist, nie wieder so vorkommt, wie es gerade der Kunde hat, sondern eben ein Unikat ist, so wie die Küche dann auch unique heißt. Der Stein ist der Mittelpunkt und er setzt ganz klar ein Statement in der Küche. Das ist so. Ja, Millionen haben die irgendwo versteckt gelegen und diese Homogenität zeigt ja auch, dass das ein ganzer Block ist, der sich zwar durch seine Materialität hervorhebt, aber insbesondere durch die Details zurücknimmt. Haptik ist ein sehr wesentliches Entscheidungskriterium für den Kunden, weil das Fühlen, das schafft Vertrauen zu dem Stein. Und der Dialog beginnt.
Wir kombinieren das sehr viel mit Metallen wie Messing und Edelstahl oder Schwarzstahl. Dazu kommen warme Komponenten und mit unterschiedlichen Furnieren kann man wirklich sehr schöne Dinge erzielen. Zum Beispiel mit ruhigen Furnieren, die vielleicht nur sehr wenig kleine Adern haben, baut man eher eine Ruhe auf. Bei lebhaften Hölzern kann man viel experimentieren. Das baut eine ganz bestimmte Spannung auf. Solche Sachen kann man sehr gut mit Hölzern machen. Was wir hier machen, ist serienmäßig einzigartig. Das hört sich zunächst erstmal ein bisschen widersprüchlich an, weil entweder habe ich die Masse, die Serie, oder ich habe was Einzigartiges, was ich einmal baue. Bei uns ist aber so, dass wir mit serienmäßig meinen, dass wir natürlich schon auf höchstem industriellen Standard fertigen. Aber auf der anderen Seite nutzen wir diese Fertigungstechniken, um dann die ganz individuelle, einzigartige Küche zu bauen. Und nur diese Mixtur aus diesen beiden Produktionswelten, so nenne ich es mal, schaffen eigentlich die Einzigartigkeit einer Eggersmann. Wir haben eigentlich schon immer eine gute Qualität gemacht, auch vor 30, 40, 50 Jahren. Mehr so ein bisschen Mainstream, wie alle anderen. Und ich denke, das haben wir dann irgendwann zu einem guten Zeitpunkt erkannt, dass wir uns in eine Nische entwickeln müssen, die eben nicht auf Menge ausgerichtet ist, sondern mehr auf Konsequenz. Jedes Detail zählt und ist wichtig. Jede Fuge, jede Ecke, jede Schraube. Das ist eben unser Credo, die Detailversessenheit. Das ist für mich Eggersmann.